Guten Morgen. Morgen. Gut geschlafen? Ja, schon. Nur die Baustelle nebenan ist wieder mal ein bisschen zu früh losgegangen. Ja. Wir werden jetzt flott weitermachen. Also wir werden flott frühstücken und dann aufbrechen nach Porto. Wenn wir das jetzt nicht bald machen, dann wird es zu heiß und dann haben wir wieder keine Lust. Flott, flott, flott. So, bei uns sieht's so aus. Wie gesagt, hier ist die Baustelle, man hört sie auch. Und hier ist der Fluss, der durch Porto durchfließt. Und hier stehen wir. Zu unserer morgendlichen Routine gehört unter anderem, dass wir uns gemeinsam hinsetzen, Zeit für uns nehmen und dann etwas lesen. Bei uns gibt es heute Müsli. Müsli ist immer unser schnelles Frühstück, damit wir schnell weiterkommen. Jetzt fahren wir gleich über den Douro. Ja, ihr Lieben, wenn ihr schon mal in Portugal wart und Lissabon und Porto besucht habt, dann sagt uns auf jeden Fall Bescheid, welche Stadt ihr besser findet. Jetzt zeige ich euch mal den Fluss. Ja, wir haben jetzt einen Parkplatz gefunden, direkt an der Hauptstraße. Ist kostenpflichtig, aber ich hoffe, dass das einigermaßen, sollte einigermaßen sicher sein. Porto, der nennt sich São de Bento, so ähnlich. Und das ist der schönste Bahnhof, den ich je gesehen habe. Und wie gefällt es euch hier? Wart ihr schon mal da? Schreibt es in die Kommentare, wenn mich interessiert. Und für uns geht's weiter zur nächsten Sehenswürdigkeit. Ja, das ist die berühmte Aussicht auf Porto. Da drüben ist eine dieser Stahlbrücken der Bekannten. Und von da unten aus dem Hafengebiet hoch zur Stahlbrücke führt eine der Seilbahnen. Ich habe versucht, das zu filmen, können wir jetzt einblenden. Gefällt uns gut. Schöne alte Häuser oder eben auch nicht so schöne. Aber so ist das halt. Interessant ist, auf jedem Hausdach gibt es eine Kuppel, die was durchsichtiges Glas hat. Und wieso? Vielleicht im Wohnzimmer oder?
sehen wir wieder diese typischen Muster und Verzierungen mit den Fliesen. Ich finde es so schön, dass man das überall, also in jedem Gebäude hier wiederfindet. Das ist halt typisch und gefällt mir voll gut. Ja. Kutsch. Wie sind das da? Ja, zur Situation bezüglich Corona. Wir haben das halt jetzt so sicherheitshalber oben. Aber sonst grundsätzlich haben sehr wenige Leute Masken oben. Es scheint sich also langsam echt zu normalisieren. Einige Geschäfte haben aber auf jeden Fall noch zu. Also, die sagen so, diese Restaurants und Cafés haben alle offen, aber so Wandgeschäft, da hat das meiste zu. Aber ja. Trotzdem sehr toll für uns, da eben nicht allzu viele Leute sind und so kann man sich die Stadt in Ruhe anschauen. Wir sind jetzt quasi auf der Maria-Hilfer-Straße von Porto. Sehr schick, sehr schön. Dort ein kleines Geschäft drin. Und es ist relativ ruhig, sage ich mal. Es ist nicht allzu viel los, also sehr angenehm. Was ist unser Fazit? Porto gefällt sehr schön. Also Porto gefällt uns Porto, Lissabon. Sehr gut. Um ehrlich zu sein, besser als Lissabon. Es ist so mehr familiärer, keine Ahnung. Ja, die ganzen Gassen und wie heißt der Fluss nochmal? Douro. Genau, ich bin halt voll der Fan von diesen Flüssen, die was durch Städte fließen. Und ja, in Lissabon hat man halt auch das Meer. Aber mir gefällt der Flair hier irgendwie auch besser. So, sind wir froh, dass wir rechtzeitig da sind. Da ist gerade der Kontrolleur und fast jedes Auto vor und nach uns hat schon einen Strafzettel drin. Wir haben noch genau 2 Minuten. Wie schaut's aus? Ja. Essen ist fertig, es gibt Kartoffeln mit Krop. Salat und, wieso ich eigentlich filme, ich werde jetzt aus unserem Garten etwas ernten. Für unseren Salat noch. Ich weiß auch nicht, wieso die nur so mini ist. Dann haben wir hier noch. So, schaut unser Salat-Teller jetzt aus. Lecker! Mahlzeit! Ich habe gerade ein bisschen aktuelle News gelesen. Diese Heimreise, wie wir dachten, ist nicht so einfach, weil Frankreich keinen einreisen lässt aus Spanien. Oder sie lassen einen einreisen, aber da muss man in Quarantäne. Wir wollen aber nur durchreisen. Das ist jetzt die Frage, ob sie einen durchreisen lassen, wenn man aus Spanien einreist. Das alles gilt es jetzt zu klären. So ihr Lieben, wie man hört, wir sind bei einer Fähr- und Entsorgungsstelle. Und jetzt werden wir da das anstecken. Und auffüllen. Jetzt? Ja. So, Gabo ist am Video bearbeiten. Ich habe jetzt gerade diesen Korb hierher gemacht und fixiert. Ich hoffe, das haltet, weil wir haben momentan ein bisschen mehr Obst und ich will das nicht in den Schränken da hinten haben. Das heizt sich so extrem auf. Und ja, übrigens in den Kästen, das schaut aus, alles ist schon irgendwie. Wir haben in letzter Zeit einfach nur alles reingekaut, was wir gekauft haben. Deswegen werde ich mich da jetzt dran machen und das wieder zusammenräumen ordentlich, dass das nach was ausschaut und man sich auskennt, wo was ist, weil sonst muss man immer 100 Jahre lang suchen. Also man sieht alles irgendwie durcheinander gekaut. Bam, 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 bam.
Ja Leute, es gibt nichts Besseres als diese Dinger. Ich tue gerade überall die drauf, wo ich Verpackungen gefunden habe, die irgendwie zusammengewurstelt waren und offen halber. Hier sind die ganzen angefangenen Sackerl, also so Packungen mit Haferflocken, Mehl, Reis. Da muss ich auch schauen, wie ich das mache. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe das jetzt alles rausgeräumt. Wie man sieht, ist das dezent dreckig. Also lauter so, weiß ich nicht, Reiskörner und Bröseln. Und ja, das nicht wundern, das ist das Loch von Gabels Klimaanlage, die jetzt momentan nicht in Betrieb ist. Und ja, jetzt werde ich da mal schön raus staubsaugen. So, ich bin fertig wieder mit dem Einräumen, wie man gesehen hat. Ich zeige euch jetzt das Ergebnis. Da oben hat sich nicht viel verändert, da ist einfach nur Tee und so Zeugs. Dann haben wir hier unser Naschfach. Dann haben wir hier allerhand Gewürze, ganz hinten Knoblauch und noch so restliche Sachen wie Tomaten, Zitronen. Und da ist unsere Vorratsabteilung. Da sind so Sachen wie Mehl, Zucker und Brösel. Und da ist dann so Müslizeug und Brotzeug ganz hinten. Noch Getränke. Ich bin froh, dass es jetzt wieder einigermaßen aufgeräumt ist, dass man sich auskennt, was wo ist, weil es war alles irgendwie durcheinander. Jetzt können wir wieder gechillter kochen, ohne dass wir stundenlang suchen müssen. Ja, Leute, weit sind wir noch nicht gekommen. Wir schauen jetzt gerade wegen unserer Einreise nach Österreich, wie wir das machen. Wir schauen gerade auf den ganzen Webseiten und informieren uns, ja, wie das möglich ist, was man tun muss, ob man dann in Heimquarantäne muss. Und ja, wir rufen jetzt auch bei der Botschaft an, bei der spanischen Botschaft. Also ich meine, der österreichischen Botschaft in Spanien. Jo. Guten Tag. Why are you laughing? Sag's nochmal. Ja, das ist schon halt einmal so. Prost. Mahlzeit. Ja, ihr Lieben, wir haben ja vorher gerade telefoniert mit der österreichischen Botschaft in Spanien. Ah ja, wir haben dann das österreichische Außenministerium auch noch angerufen. Die haben gesagt, Grenzöffnung erst ab 15. Und erst ab 15. wird es möglich sein, aus Dritt-EU-Land einzureisen nach Österreich, ohne in Quarantäne zu müssen. Das heißt für uns, wir warten hier noch den 15. ab, schauen, ob das auch tatsächlich so passiert wie vorgesehen und die Grenzen geöffnet und Quarantäne abgeschafft werden wird. Dann werden wir auch von hier aufbrechen und die Reise antreten. Die Welt hat sich geändert, die Zeiten haben sich geändert und Corona hat vieles verändert. Ja, wir stehen hier jetzt auf einem neuen Platz. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen noch filmen später. Direkt am Meer. Es ist ein schöner Strand. Gefällt uns gut hier. Es ist ein bisschen windig und nicht gerade warm heute. Also es heißt, wir haben schon um die 20 Grad, aber durch den Wind ist es eher frisch. Aber sind wir froh, dass wenigstens nicht bewölkt ist. So, ich bin gerade fertig von mit Duschen und dann hat der Kabel gesagt, wir müssen uns jetzt umstellen, weil draußen rinnt das Wasser ab. Hier. Ich meine, es ist nur Wasser, ja. Aber es ist halt trotzdem nicht ganz so cool, wenn dann irgendwer daherkommt und meint, was macht ihr da und lasst da euch ein Wasser aus. Nein, aber schlimm ist es nicht, aber ich wollte das wieder reparieren. Es sind einfach zwei Muffen auseinandergegangen und ich packe mich jetzt um, damit ich mich nicht da ins Nasse legen muss. Jo. Dann stecke ich die Muffen wieder zusammen. Die haben eh eine Dichtlippe, ist ganz normales Abwasserrohr und eins davon ist aufgegangen.
ja, frisch geduscht fühlt man sich doch gleich besser. Bei uns wird heute nur mehr gechillt. Wir lesen was, wie immer am Abend, also oft am Abend. Nehmen uns Zeit für uns und wir trinken jetzt einen Kakao, weil der Gabriel hat sich einen Kakao gewünscht. Ja, dann werden jetzt muss ich das Pulver noch holen. Noch marokkanischer Kakao, den werden wir jetzt verwenden. Ja, und für alle, die sich fragen, ob das nervig werden könnte, dass das dann nass ist, sagen wir so, es geht. Also wir hängen dann den Vorhang da auf. Das trocknet, sage ich mal, ziemlich flott. Auch hier, wir haben gerade eben geduscht und das ist schon wieder am Trocknen, wie man sieht. Es ist kein Problem, wenn man die Dusche im Gang hat, mehr oder weniger. Man muss halt ein bisschen schauen wegen der Einteilung, dass ich jetzt zum Beispiel nichts Großartiges koche. Und dann muss ich, ja, dann muss ich da auch nicht hinsteigen. So, bitteschön. Genug Kakao drin? Super! Bist jetzt zufrieden, mein Schatz? Ja, vielen Dank!